Vor 2 Wochen habe ich ein Video hochgeladen mit dem Titel Die goldene Ära von Naruto. Dieses Video war eins, was ich über 3 Jahre vor mich hingeschoben habe. Ich wollte schon immer ein Video zu Naruto machen, was aufweist, wie viel in einer Serie drinstecken kann. Denn Naruto ist viel mehr als nur ein normaler Manga. Ich habe es so lange vor mich hingeschoben, weil ich dem Manga seine verdiente Gerechtigkeit geben wollte. Das gleiche gilt für One Piece. One Piece ist etwas, was ich nur sehr schwer in Worte fassen kann. Vielleicht nenne ich dieses Video hier die goldene Ära von One Piece, vielleicht tue ich das aber auch nicht. Denn bei One Piece gibt es einen grundlegenden Unterschied, dass ich ein Video eigentlich nicht so nennen könnte. Denn One Piece hat keine goldene Ära. Versteht mich hier bitte nicht falsch, es macht die Serie nicht besser oder schlechter. Um die ganzen Vergleiche, die wir zu oft haben, geht es hier nicht. One Piece ist eine Geschichte, die überwältigend ist und genau das wollte ich in einem Video zusammenfassen. Ob man den Indies Lobby Arc besser findet als Marineford oder Dressrosa oder welchen auch immer, spielt dabei keine Rolle. Für mich ist es das große Ganze. Kein Arc ist umsonst, keine Backstory führt zu nichts. Die ganzen Geschichten bauen auf eine große Sache auf. One Piece ist im Kern nichts anderes als Ichiro Odas Brief an die gesamte Menschheit und ich möchte heute ein wenig für euch klar machen, was diese Serie so einmalig macht. Gut, bei fast 1000 Kapiteln stellt sich natürlich die Frage, wo fängt man da an? Bei Naruto habe ich einen Abschnitt ausgewählt, das könnte ich mit One Piece eigentlich auch machen. Der Abschnitt von Sabaody bis zum Ende Marineford ist einer, wo Ruffy Stück weit zum Mann wird, wo er sich selbst ein weiteres Mal beweist, dass er nicht aufgibt und seinen Traum, Piratenkönig zu werden, erreichen wird, komme was wolle. Er lernt daran zu denken, was ihm geblieben ist und nicht daran unterzugehen, was er verloren hat. Doch ich möchte dieses Video hier anders angehen. Der Abschnitt ist interessant, aber ich finde bei One Piece ist es eine etwas andere Sache. Nähern wir uns auch deshalb einem guten Anhaltspunkt. Warum möchte Ruffy unbedingt Piratenkönig werden? Was ist so toll daran, Reichtum, Macht und Ruhm zu genießen? Ganz einfach, Ruffy sind diese Sachen völlig egal. Denn was mich so sehr an One Piece bindet, warum ich Monkey D. Ruffy einfach als Charakter liebe, ist einfach. Ruffy strebt nach etwas, nach dem wir alle streben. Ruffy lebt so, wie wir alles im tiefen Inneren eigentlich wollen. Diese Kernessenz lässt uns auch Jahre später immer noch diese Piratengeschichte verfolgen. Der Junge mit dem Strohhut jagt der Freiheit hinterher. Der Piratenkönig ist nicht der reichste Mann der Welt, er ist der Mann mit der größten Freiheit und das macht es so erstrebenswert für Ruffy und den Zuschauer, dieses Abenteuer zu verfolgen. Wenn es auch nur ein kleiner Teil ist, ich denke, jeder würde auch gern mal so frei wie Ruffy leben. Einfach das tun, was man möchte. Der Satz, dass Ruffy sich schnell Freunde macht, ist nicht umsonst in der Serie gefallen. Das Ganze mag zwar für so ziemlich jeden schonen Hauptcharakter stimmen, dass der sich wirklich schnell Freunde machen kann, doch ich finde, das Ganze geht hier noch ein bisschen tiefer als einfach nur ein schonen Manga. Was die Charaktere in der Serie und die Zuschauer vor dem Bildschirm an Ruffy anzieht, ist, dass er sein Ich völlig frei auslebt. Zoro ist ein Charakter, der ein absoluter Fan-Favorite ist. Er verkörpert alles Männliche, was man sich vorstellen kann. Und dieser Mann, der ein so hochgestecktes Ziel hat, der beste Schwertkämpfer zu werden, war bereit, sein Leben für das von Ruffy zu opfern. Er war bereit dazu, weil Ruffy derjenige war, der durch seine freie Art zu leben Zoro seinen Traum wiedergab. Er gab Zoro die nötige Motivation, den wahrhaftigen Glauben daran, seinen Traum wirklich erreichen zu können. Also war Zoro bereit, sein Leben für diesen Menschen zu geben. One Piece schafft es als Serie, emotionale Werte mit Geschichten innerhalb der eigenen Welt zu verschmelzen. So haben wir den D-Clan, Menschen, die ein D im Namen tragen, wie Goldie Roger oder Monkey D. Ruffy. Diese Menschen haben eine besondere Gemeinsamkeit. Wenn sie sterben, sterben sie alle mit einem Lächeln im Gesicht. Was sich nach einem klassischen Shonen-Manga-Plot anhört, trägt viel mehr Gewicht. Diese Menschen sind der Inbegriff der Freiheit. Wenn man so lebt, wie man sich vom Herzen wünscht, dann kann man auch mit ruhigem Gewissen sterben. Zoro trat aus der Marine aus, weil er dachte, es sei falsch, was sie tun. Für Nico Robin gab er sein Leben und starb mit einem Lächeln. Er starb für ein Mädchen, was er kaum gekannt hat, aber konnte trotzdem lächeln. Ein eigentlich trauriger Abgang war für Zoro ein schöner, denn er lebte so, wie er es wollte. Er half den Menschen so, wie er es für richtig hielt und nicht so, wie eine Regierung es befohlen hat. Ace hätte Marineford entkommen können. Doch Ace ist ein Mann, der sich geschworen hat, nie etwas bereuen zu müssen. Der Verlust seines Bruders Sabo saß so tief, dass er nie wieder so etwas spüren wollte. Er wollte sich nicht von den Ketten seines Erben führen lassen, also stand er für das ein, was ihm wirklich wichtig war.
Der Mann, der diese Ära geprägt hat, war Whitebeard. Was anderes lässt Ace nicht durchgehen. Und er würde alles tun, um seinen Bruder zu beschützen, koste es, was es wolle. Auch er konnte ohne Reue sterben. Auch wenn er nicht mehr sehen kann, wie sein Bruder seinen Traum erreicht, glaubt er fest daran, dass dieser es schaffen wird. All diese Menschen, auch Gold Roger, lebten nach dem, wie sie es für richtig hielten und gaben ihrem Leben auf ihre persönliche Art und Weise eine Bedeutung. Es ist nicht der Erfolg, der Reichtum oder die Anerkennung von anderen Menschen. Es ist der Wille, wie man selbst sein Leben gestalten will. Der Wille des D eben. Doch was ist mit den anderen Menschen, die keinen D-Namen tragen? Genau das macht Ruffy so genial. Ruffy ist ein Charakter, der sich abgesehen von ein paar Sachen nicht großartig verändert. Ruffy bleibt eben Ruffy. Und das ist auch gut so. Denn Ruffy verändert die anderen Charaktere. Ein Charakter braucht nicht immer unglaubliche Tiefe und mehrere emotionale Ebenen. Für die Story, die Oda seinen Zuschauer erzählen möchte, ist Ruffy einfach perfekt. Alleine das Ansehen davon, wie Ruffy sein Leben führt, reicht aus, um andere Charaktere zum Umdenken zu bringen. Bellamy ist das Paradebeispiel davon, wie Menschen sich hinter einer Fassade verstecken. Bellamy ist im Kern, genauso wie Ruffy, er will ein Abenteuer unter Träumen. Doch durch den Druck der anderen lebt Bellamy als Pirat nicht so, wie es wirklich will, er lebt so, wie er denkt, dass alle anderen es von ihm erwarten. Er selbst hat sich an die verdrehte Weltanschauung festgekettet. Ruffy war derjenige, der ihm diesen Fehler klargemacht hat und ihn von diesen Ketten befreit hat. Dieser noch sehr frühe Arc in One Piece, wo Ruffy auf Bellamy trifft, als auch auf Blackbeard, zeigt sehr viel von dem, was Oda mit One Piece eigentlich erzählen möchte. Ich denke, die erste Begegnung von Ruffy und Blackbeard ist sogar einer der wichtigsten Momente in der ganzen One Piece-Serie, denn in diesem kleinen Gespräch wird alles gesagt, was man zu der Serie eigentlich wissen muss. Dazu kurz ein Cut aus einer meiner anderen Videos. Schaut euch die Szene mal genau an. Wo Blackbeard seinen legendären Satz droppt, ist alles weiß. Nur die Strohbande und Blackbeard sind im Bild. Sie sind die einzigen in dieser Stadt, die verstehen, was es bedeutet, einen Traum zu haben und frei zu sein. Kurz danach werden die anderen Leute, die eigentlich drumherum stehen, eingeblendet, die Blackbeard dann auslachen. Sie werden es im Nachhinein eingeblendet, weil sie diese Aussage nicht verstehen können. Für sie ist Blackbeard nicht mehr als ein betrunkener Idiot. Es wird sich nicht immer auf das Lachen der Leute bezogen. Aus dem gleichen Grund, warum Ruffy den Kampf gegen Bellamy ausgewichen ist. Die Menschen in dieser Szene sind die naive Welt, die es nicht versteht, frei zu leben. Nicht nur ist es eine starke Kritik an der One Piece Welt, die einen Umbruch braucht, sondern auch an unserer Welt im echten Leben. Wir lachen lieber über andere, als wirklich frei zu leben. Seine Probleme zu verdrängen und über andere zu lachen, fällt uns wohl einfacher. Kommen wir damit zu Nico Robbins Charakter-Arc, denn dieser war sehr emotional für die gesamte Manga-Branche. Ich denke, das liegt daran, weil dieser Arc einen sehr interessanten Konflikt aufgewiesen hat. Die Regierung hat sie all die Jahre so sehr unterdrückt, dass sie einfach nicht mehr konnte. In ihrem Herzen wollte sie nur weiter mit der Strohbande segeln, doch die Unterdrückung führte dazu, dass sie nicht ihrem eigenen Willen nachging. Ruffy machte hier das Gegenteil klar. Wenn sie mit ihren Freunden weiter segeln will, dann soll sie es einfach sagen. Das Leben muss nicht immer kompliziert sein. Wenn man wirklich auf sich selbst hört, kann es auch wirklich einfach sein. Ich nehme an, die meisten von euch haben nicht das Problem mit der Regierung, dass sie euch ausliefern wollen und ein 80 Millionen Kopfgeld auf euch ausgesetzt haben. Aber bezieht es doch ganz einfach mal auf die Schule oder Arbeit. Wie viel Druck sowas auf einen ausüben kann. So sehr, dass man die einfachen Dinge im Leben vergisst und unter dem ganzen Druck untergeht. Ich glaube, diese unterbewusste Verbindung mit dem Charakter Robin macht den Enies Lobby Arc so emotional. Diese Message gibt Oda uns mit seinen Charakteren in seinem Manga, aber auch in seinem echten Leben. Ichiro Oda begann seine Serie One Piece in seinen frühen 20ern. Das ist eine Zeit, wo viele junge Erwachsene anfangen, ihr Leben richtig zu genießen. Feiern gehen, die erste richtig ernste Beziehung haben und viele andere Sachen. Doch Oda setzt sich hin und schrieb an One Piece. All diese anderen Sachen haben ihn nicht interessiert. Tag ein, Tag aus schrieb er an sein Manga. Wie konnte er das aushalten? Wie kann man sein Leben so wegwerfen und Tag und Nacht im Büro verbringen? Mag vielleicht der ein oder andere von euch denken. Doch Ichiro Oda tat das gleiche, was er versucht mit seiner Serie zu vermitteln. Er lebte frei nach dem, was er sich selbst gewünscht hat. Er wollte diese Geschichte erschaffen. Es war sein Traum und egal was andere machen, egal was die Norm in der Gesellschaft ist, er wollte das machen, was er wirklich wollte. Und tat das auch einfach. Das Freiheitsthema in One Piece macht für mich jeden Arc der Geschichte interessant. Es gehört alles zu einem großen Ganzen, eben zum One Piece. One Piece ist ein Manga, der so gut ist und so extrem gut funktioniert,
weil er eben so lang ist. Die Länge ist essentiell für One Piece. Man sollte nie daran denken, wie viel man noch schauen muss, um aufzuholen, sondern immer daran, wie viel man noch schauen kann, wie viele Geschichten es noch zu entdecken gibt. Das macht One Piece in vielen Bereichen so interessant. Eine Story, die Geschichte von dem verlorenen Jahrhundert, was es damit auf sich hat, was der Wille des See ist, warum Roger damals so früh war und noch vieles mehr. Ruffy geht dem mit seiner Crew immer mehr auf die Spur. Doch jeder einzelne Arc geht verschiedene Sachen durch. Mit 9 Charakteren, die vorgestellt werden, geht Ichiro Oda den Gefühlskonflikt durch, den er gerade behandeln möchte. Doflamingo zeigt, dass nicht jeder böse Typ immer der böse Typ sein muss. Doflamingo war eigentlich ein normales Kind, was durch frühen Hass und Wut in seine Position reingedrängt wurde. Wenn alle dir als Kind einreden, dass du so etwas wie ein Gott bist, dann glaubst du irgendwann selbst daran. Doflamingo hat zwar Unmengen an verwerflichen Dingen getan, wie seinen eigenen Bruder zu töten, aber schaut euch doch mal an, was in seiner Kernessenz gleich geblieben ist. Obwohl er all diese Sachen getan hat, hat er die Leute, die er wirklich als Familie bezeichnet, beschützt. Seine Kindheit hat ihn so sehr traumatisiert, dass ihm alles egal wurde. Er wollte nur das erreichen, was sein Vater nicht konnte, seine Familie beschützen. Doflamingos Psyche ist so kaputt gegangen, dass er dadurch den Sinn für alles andere verloren hat. Um also seine Familie zu beschützen, war ihm jedes Mittel recht. Im Kern ist er gut, doch durch die anderen Menschen in seinem Leben, durch die Umstände, ist dieser Kern verdorben. Katakuri ist jemand, der immer so auf hart gemacht hat. Doch tief im Inneren war er genauso verletzt wie alle anderen. Ruffy hingegen merkt sowas und hat Respekt dafür, auch wenn sie eigentlich Gegner sind. Bei One Piece finde ich auch immer die Geschichte von Garp sehr interessant, denn eigentlich ist es ziemlich einfach. Ich meine, wer würde in einem Krieg sein Kind, seinen Enkel nicht beschützen? Jeder von uns würde doch für die Familie einstehen. Doch Garp lebt bereits so lange auf dieser Welt, dass er ganz genau weiß, wenn er dem nachgeht, was er wirklich tun möchte, nämlich Ace zu retten, könnte das große Konsequenzen haben. Wie würde es aussehen und wie würde die Welt darauf reagieren, wenn der Held der Marine das Kind des Piratenkönigs beschützt? Diese kleinen Nebengeschichten, in denen so viel steckt, wenn man sich mit ihnen befasst, zusammen mit der großen Grundstory von One Piece, ergibt etwas Unglaubliches. Die Nebengeschichten etablieren einen Fluss für die Story, so dass sich die abgespacete Welt von One Piece irgendwie normal vorkommt. Ich finde, genau diese Sachen lassen einen One Piece immer wieder auf sein eigenes Leben übertragen. Und hey, das Ganze mag nur ein Manga sein, aber ich finde, in wirklich guten Geschichten steckt immer etwas drin, was man für sich selber benutzen kann. Ich glaube, diese gewaltigen Real-Life-Parallelen in so einer Fantasiewelt machen sie auch so atemberaubend und einzigartig. Wir alle wissen, dass das One Piece, also der Schatz an sich, nicht die Reise an sich ist. Es steckt mehr dahinter. Doch wir Zuschauer sollten den Weg schon als Ziel sehen. Das, was man auf der Reise erlebt, ist meistens das, was die Reise wertvoll macht und nicht das, was einem am Ende erwartet. Es stecken so viele Gedanken in diesem Manga. Nehmen wir einfach mal Along, ein böser Fischmensch, der Namis Dorf versklavt hat. Das ist etwas, was um Kapitel 30 herum passiert. 500 Kapitel später erfahren wir, dass Along ein ähnliches Schicksal zuteil wurde. Seine Leute wurden unterdrückt und der Hass, den er verbreitet hat, war einer, den er selbst zu spüren bekommen hat. Nami kann darüber hinwegsehen und verspürt keinerlei Hass gegenüber den Fischmenschen. Sie versteht die Umstände dieser Welt und denkt daran, was sie hat und nicht daran, was sie verloren hat. Es waren harte, schwere Zeiten. Sie hat die Person, die ihr am meisten bedeutet, verloren. Doch dadurch auch Freunde gefunden, mit denen sie alles durchstehen würde. Dieser ganze Konflikt hier ist aber auch nicht einfach gehandelt worden, dass Nami den Fischmenschen verzeiht und danach Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Fischer Tiger war jemand, der daran glaubte, dass Menschen und Fischmenschen zusammenleben können. Doch sein eigener Hass saß so tief, dass er den Menschen in seinem Leben nicht mehr verzeihen konnte. Er glaubte zwar daran, aber er konnte sein inneres Monster nicht überwinden. Nichts ist einfach im Leben, aber gleichermaßen ist nichts unmöglich im Leben. Das war nur eine Geschichte von vielen One Piece, die so viel über uns und die echte Welt erzählen. Ich finde es einfach genial, wie unglaublich gut Oda Rassismus in seinem Manga behandelt hat und gezeigt hat, dass man sich verstehen kann, auch wenn man von verschiedener Herkunft ist. In One Piece kann ein komischer, perverser Baby-Cosplayer ein herzensguter Mensch sein. Ein Tyrann, der alle Menschen wie Dreck behandelt, kann auch nur ein genauso verletztes kleines Kind sein. Ein komisches, unterhosenjagendes Skelett kann auch ohne menschlichen Körper der Mensch sein, der die dunkelsten Ecken des emotionalen Schmerz kennt. Einfaches Schiff aus Holz kann bei dessen Untergang die größte Trauer auslösen, die man je gespürt hat. One Piece ist der Manga mit dem brillanten Worldbuilding, mit den vielen Foreshadowings, die vielen Theorien, die so interessant klingen, egal wie absurd sie auch werden, und auch der Manga mit dem absolut chaotischen Charakterdesign, was auf viele Zuschauer ziemlich merkwürdig wirkt. Aber im Kern zeigt One Piece unglaublich viel Herz und gibt den Zuschauern mit jedem Arc die Message, sich selbst treu zu sein. Ich denke, viele Außenstehende, die One Piece nicht so sehr verfolgen, denken immer wieder, dass es bei One Piece nur darum geht, wer stärker ist als der andere Charakter oder warum dieser Hinweis jetzt darauf führt, dass das und das passiert. Doch ich bin mir wirklich sicher, dass die Reise, die so viele Millionen Menschen
Menschen berührt und motiviert hat. Die Reise, die immer noch weitergeht, die Werte, die Ichiro Oda jedem jungen Menschen ans Herz legen möchte, das ist, was für mich und viele andere Menschen da draußen One Piece wirklich ausmacht. Wie in der Serie an sich ist die gesamte goldene Ära der Piraten für mich die goldene Ära von One Piece als gesamte Serie. Der eine Arc kann schwächer sein als der andere, es kann Meinungsverschiedenheiten geben, das ist komplett normal und die Länge mag erdrückend sein für Neuensteiger. Aber so etwas wie One Piece wird es nie wieder ein zweites Mal geben und ich für meinen Teil genieße jede einzelne Sekunde davon.